Schön, dass ihr wieder hier seid bei Bullybridge mit der Mistkäfer. Und Erdkräfte 27. Und verwirrtes Bauen, was nicht geht. Ja, Schwefti versucht es immer noch. Ich versuche ihn tatkräftig zu unterstützen. Ja. So. Und falls ihr natürlich Ideen habt, immer schön. Scheiße. Da möchte ich echt die Logik von den ganzen verstehen, nicht ganz so. Na, warten, 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 warten. Jetzt kommt's mir. Nein, ich wollte nicht starten. Ich wollte löschen, da halt. Wer sagt denn, dass wir den Scheiß können wir ja so auch connecten? Ja, und? Dann wäre es auf alle Fälle billiger, weil der ja hier nicht so lang ist. Und dasselbe können wir ja hier dann auch machen. Das nicht unten, sondern oben rauf. Ja, stimmt. Das oben rauf stützen hat natürlich schon mehr. Und den eigentlich so. Gehen wir das irgendwie zusammen, dass wir den so move, dass die zwei da zusammenkommen? Irgendwie? Nein. Nee, musst du löschen. Naja, wir kriegen den nicht komplett zusammen, das ist ein Problem. Egal. Den egal, da noch die Strebe vorne hin. Wir haben die Idee. So, wird es mal, klar. Könnten wir ja. Hallo, dann könnten wir den hier. Wir sind in wenigen Sekunden. Und den müsste man hier runter verstreben, oder? Can't create more Ahsoka. Wird das mal ohne Verstrebung, müsste eigentlich auch gehen? Nee. Ohne Verstrebung ist halt nicht. Da schon so rum. Ich denke auch, wie. Das ist aber nicht die Problemlösung. Ja, jetzt bräuchten wir hier noch einen weiteren, gell? Ein weiteres Straßenstück. Kannst du ja machen. Nicht den. Straßenstück mit dir. Ja, Holz. Kannst ja auch mit Hotkeys arbeiten. Ach, bin ich so der Freund von so Hotkeys. So, Freund, Straße 1, Holz 2. Das was ja. Mal gucken, was er jetzt macht. Vorhin ist der aber besser geflogen. Drauf. Und da fliegt er komplett runter. Der ist vorhin besser geflogen. Warum? Vielleicht ein bisschen anheben hier? So. Und den auch ein bisschen. Ja, den muss ein bisschen runterlegen. Das ist nicht so einfach, das ey. Problem ist, sie landen und es bricht sofort alles zusammen. Ja. Auf dem Budget her wird es ja jetzt genau passen, nur. Ja, die Frage ist, wir müssten wahrscheinlich weiterspringen. Ach Gott, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt mal das ist so meine Idee. Ja, schon weiterspringen, aber wir müssen jetzt weiterspringen. Schräger. Noch schräger. Ist wirklich schräg, ist es ja auch noch nicht. Ja, vielleicht so. Was so? Ja, hauptsache die eine Klappe. Jetzt siehst du, da sprichst. Ja, den habe ich nicht fixiert, da habe ich das Ding noch nicht drauf. Ja, stimmt, dann springst du, ja. Hat er weniger Schwung, also müssen wir vielleicht überlegen, weiter runter zu gehen. Na, lieber ein bisschen weiter runter. Und dann hier vorne so ein bisschen rauf, eher so. Weil ja. Wenn er da schon Schwung hat. Ja, der schaut schon mal nicht schlecht aus. So, ja, jetzt sollen wir den mal gar nicht so hier höher fixieren, da mal. Da. Und mal testen, ob er hier runter. Ja, drauf kommen. Kollidieren wieder. Ja. Weil er natürlich wieder so steil ist. Ja. Der drüben, ja, müssen wir ihn dazu sehen. Der hat mehr Schwung. So, mal den ein bisschen nach unten bringen, dann braucht er länger, bis er am gleichen Ort ist. In der Theorie.
in der Praxis klatschen sie genau aneinander. Sieht sogar relativ. Naja, es ist eben nur nicht mittig, sondern klatschen eben trotzdem. Es schaut aber gut aus, aber irgendwie. Irgendwie ja, so vielleicht jetzt. Es ist schwierig. Es ist schwierig und. Noch ein bisschen weiter nach unten. So, den kriege ich nicht weiter unter, weil ich den da erst muss. Hallo. Kriegst du nicht, darfst du nicht. Den krieg ich weiter. An dem. So. Die ist am rechten, genau. Aber das linke. So, oder? Meinst. So, oder? Ja. Hm, ja. Keine Ahnung. Jetzt geht's vorne ein bisschen höher, damit der besser springt. Ja. Durchaus. Ist er vielleicht schon wieder zu hoch. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Wie er tut. Klatschen. Aber er hat es geschafft, der rechte noch. Ja, er jetzt ist nur die. Also, vielleicht, wenn du links dann versuchst, ein bisschen weiter nach unten zu gehen. Nee, lass mal so lieber. Das ist schon ausgehen, vielleicht. Mach, zack. Der springt dahin. Ja, jetzt kommt er auch nicht drauf. Sieht gar nicht mal so über aus. Wenn das so, zack. Ah, wird er nicht drauf kommen, aber testen wir mal. Ach, da regt man sich ja auf, denn es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach verdammt nicht. Bei dieser Umstellung funktioniert ja wahrscheinlich wieder nicht. Ah, siehst du. Das ist nur noch so balancieren, dass er. Fast. Jetzt ist der wieder zu schnell da. Muss ich den jetzt alles zurückgeben, so? Mann! Das gibt's doch nicht, oder? So, alles nach unten. So. Zack. Okay. Das ist dann wieder zu steil. Jetzt kommen sie wieder zusammen. Ja, es ist einfach. Entweder sie klatschen zusammen oder sie klatschen nicht zusammen. Ja, aber das muss man irgendwie lösen können. Entweder sie klatschen zusammen oder fallen ins Wasser. Schau, jetzt ins Arsch lecken. Rechts eigentlich. Eigentlich muss rechts. Ein kleiner Spack nach oben. Zu weit, ja. Oh. Der ist wieder zu hoch. Die berühren die sich, wenn man in die andere Ansicht dann wechselst. Hm. Das hören wir es gern. Ja, den habe ich kürzer gemacht da. Vielleicht länger mal. Warte, wollen wir nochmal gucken? Wie schaut das jetzt aus? Sieht vielleicht aus, als würden sie sich berühren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, das passt. Berühren tun sie sich nicht. Der ist zu hoch. Und Arsch. Der ist zu hoch. Aber wir könnten versuchen, den ein bisschen höher kriegen. Aber das ist zu. Da müsste man den aber auch ein bisschen höher. Genau miteinander quetschen, ja. War flickst und zugenäht. Das ist echt beschissen. Ja, warte mal, weißt du, wir haben da falsch. Wir machen das falsch. Bei der darunter
auf die Spur gleich schnell ist wie der. Da wäre ja geschickter, wenn wir hier länger machen, weil dann braucht der länger, dann ist der schneller. Da kommen sie nicht, dann kommen sie nicht zugleich an. Oder? Oder? Naja, weil die Mitte ist circa da und da kommen sie circa zusammen. Ja, können wir doch mal testen. Weil so wird das nichts. Meines Erachtens nach. Das sagst du. Sah aber schon gut aus. Aha, irgendwie geht der da nicht verschieben, die Straße da. So. So, Holzbalken. Dann verschieben. So, einfach nochmal testen irgendwie. Irgendwie wird's schon klappen. Mhm. Das heißt, der kommt drauf, der kommt nicht drauf. Also ich glaube, der ist zu steil. Ja. Ah, das ist doch alles. Alles Mist. Puh, jetzt hat er mich gemobbt. Er meint damit garantiert mich. Alles mistkäferisiert. Das Hühnchen schlägt dann ja auch. Nein! Ah, ich krieg einen Kretzer mit dieser Folge. Es ist ja. Was? Hm. Schon dämlich. Aha, der wird rüberkommen, aber der andere nicht. Nein. Warte, wer springt jetzt ja wen rüber? Warte mal. Der ist höher, gell? Ja. Der rechte ist höher als der linke. Das heißt, wenn wir den noch einen Stups nach oben geben vielleicht? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Oh, hast du es gesehen? Siehst du, dass es kann? Verflixt und zugenäht. Vielleicht den eins höher da? Es wird wieder falsch sein, es wird wieder nicht klappen. So. Vielleicht ist der wieder höher als der andere. Ja. Mann! Manometer! Können wir den noch eins länger? Du drehst förmlich am Rad. Ja, es kann schon passieren. So. Starten. Ja. Endlich, ey. Endlich. Du hast es geschafft, Chef. Die Alter Schwede. Der Brückenbauer, Edgar. Ich stelle jetzt alle meine Brücken nur noch da. Gott. So, jetzt müssen wir jetzt nochmal gucken, wie ich die gebaut habe, ey. Gleich mal einen Screenshot machen, damit die Zukunft auch was davon hat. Ja, auch gleich gedingst. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an, in Zeitlupe, auf 25% Speed. Lass uns halt nochmal genau angucken. Also, die Dinger fallen nach unten. Dann werden sie langsam drauf zurauschen. Und dann, jetzt kommt das wahre Wunder. Er hebt ab. Schleudert sich krass. Wow. Zack, knapp drüber, ein Wurzelbaum. Da. Alter, geil, ne? Und das ist mal ganz schnell. Blup, blup. Ey, was ist denn mit Cryde? Cryde wird ja nett sein. Dort oben. Und Stress gibt's ja noch nicht. Stress wird dann vielleicht
Doch, jetzt siehst du, der Auslastung. Was? Das? Ah, cool, ja, das finde ich. Das habe ich schon. Ich dachte, weil das so dunkel war, gibt's noch nicht. Das habe ich mir auch schon gedacht. Das wäre cool, mal zu sehen, welcher Mais beansprucht wird. Ah, stimmt. Ja, Mais, hätte ich früher sagen können. Gut, dann bitte ich. Auch geklärt. Aber also sagen, das war's. In dieser Folge. Genau, und wir haben es endlich geschafft. Hier, ein Hoch auf mich. Ein gut. Hoch auf Schwächti. Dann, in der nächsten Folge sehen wir das nächste Level. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein. Tschüss.